Hallo Leute, mein Name ist Sandro Wulff, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und heute geht es um das Thema Abmahnungen und Kündigungen. Das heißt ganz gezielt, kann der Ausspruch einer Abmahnung, eine Kündigung auch schädlich sein, also kann diese dadurch unwirksam werden. Und umgekehrt kann ich Kündigung aussprechen, ohne dass ich vorher Abmahnungen ausgesprochen habe. Langläufig wissen wir, es gibt verschiedene Arten von Kündigungen. Dazu findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal der Kanzlei Rechts- und Fachanwälte Wulff und Kollegen einige Videos. Und ich erlebe das sehr häufig, dass an mich die Frage herangetragen wird, ja, wir haben hier einen Pflichtenverstoß und wir haben schon eine Abmahnung vorformuliert, die wollen wir auch übergeben. Und dann gibt es die Kündigung gleich hinterher. Also eins ist ganz klar, wir reden hier über sogenannte verhaltensbedingte Gründe, die bei Arbeitgebern eine Rolle spielen, bei mehr als 10 Mitarbeitern. Denn da ist das Kündigungsschutzgesetz zu beachten. Bedeutet also, ja, okay, wir haben also einen Pflichtenverstoß. Da ist beispielhaft ein Hygieneverstoß in einem im Lebensmittelbereich tätigen Unternehmen. Und dieser Hygieneverstoß ist vorher auch schon abgemahnt worden und jetzt stellt sich die Frage, die weitere Abmahnung, reicht das aus, dass ich also hier kündigen kann? Und zugleich ist es aber so, dass oftmals von der Personalabteilung eine weitere Abmahnung vorbereitet wird und diese Abmahnung dem Mitarbeiter übergeben wird und dann stellt man fest, ach ja, wir haben ja schon beispielhaft 2 Abmahnungen und jetzt gehen wir noch eine Kündigung hinterher. Dann haben wir sehr häufig das Problem, dass die ausgesprochene Abmahnung den Pflichtenverstoß, der vielleicht für die fristlose Kündigung gereicht hätte, verbraucht hat. Weil ich muss mich als Arbeitgeber entscheiden, will ich abmahnen? Das bedeutet, ich sage, pass mal auf, Arbeitnehmer, du hast ja gravierende Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis verletzt. Aber ich gebe dir die Chance, dass du, wenn du dich in Zukunft vernünftig unter Beachtung dieser Verpflichtung verhältst, dass du das Arbeitsverhältnis weiterleben darfst. Im Gegensatz dazu, wenn ich also sage, nee, eigentlich in der Einschätzung und der Abwägung der wechselseitigen Interessen, ich kann da das Arbeitsverhältnis nicht weiterleben, und dann gebe ich dem Mitarbeiter ja keine Chance. Das heißt, dann darf ich auch keine Abmahnung geben, weil dann muss ich, wenn ich denn diese Auffassung vertrete, zwingend kündigen. Das bedeutet also, ich muss mich als Arbeitgeber entscheiden, entweder Abmahnung oder Kündigung, beides geht nicht und würde dazu führen, wenn der Arbeitnehmer die Kündigung angreift, dass dann die Kündigung unwirksam wäre, weil sie von der Abmahnung, sprich der Pflichtenverstoß, der Kündigungsgrund schon verbraucht ist. Okay, ich denke, das ist relativ einfach und deutlich, wenn man sich das immer vor Augen führt und sagt, ich muss mich entscheiden, wie werte ich diesen Pflichtenverstoß und danach auch sage, okay, da kommt die arbeitsrechtliche Sanktion, Abmahnung oder Kündigung. Jetzt haben wir aber auch Fälle, da haben wir schon 2, 3 Abmahnungen. Und jetzt kommt ein 5. oder 6. Pflichtenverstoß, der gleichartig ist. Also es geht immer um den gleichen Pflichtenverstoß, wo wir sagen, okay, pass auf, du hast immer die Hygiene nicht beachtet. So, hast nicht richtig gereinigt und dadurch waren Keime, die da nicht sein dürfen. Und jetzt kommt ein solcher 6. Pflichtenverstoß in einem Zeitraum, ich sage jetzt mal einfach von 6 Monaten erneut dazu. Und jetzt denke ich, boah, okay, 6. Pflichtenverstoß, wieder das Gleiche. Jetzt haben wir schon 5-mal gesagt, jetzt, aber jetzt gibt es die Kündigung. Und dann spreche ich die Kündigung aus und dann geht es, weil der Arbeitnehmer sich wehrt, vor das Arbeitsgericht und das Arbeitsgericht sagt, ja, lieber Arbeitgeber, weißt du hast ja schon 5-mal abgemahnt. Und jetzt durfte der Arbeitnehmer aber nicht mehr davon ausgehen, dass du beim 6. Mal wirklich eine Kündigung aussprechen wirst. Ja, gefestigte Rechtsprechung. Lieber Arbeitgeber, achte darauf, wenn du zu häufig abmahnst und der Arbeitnehmer dann nicht mehr das Gefühl hat, dass du ihm sagst, pass mal auf, ein solcher Pflichtenverstoß berechtigt mich zur Kündigung und wenn das nochmal vorkommt, werde ich auch kündigen. Sondern du mahnst ab und mahnst ab und mahnst ab, dann ist das irgendwann so, dass die Gerichte sagen, jetzt musste der Arbeitnehmer nicht mehr mit einer Kündigung rechnen. Also das war ja schon so, ja, okay, ist nicht schlimm, kriegst eine Abmahnung, aber so eine Abmahnung, das heißt jetzt nicht zwingend, dass du nochmal kündigst oder dass du kündigst beim erneuten Vorwurf. Hier musst du also Punkt 1 vermeiden, dass du so häufig abmahnst, sei da konsequent.
Wenn es so ist und das hilft nichts, dann musst du auf die zweite Abmahnung die Kündigung aussprechen. Hast du aber dennoch gleichartige Pflichtenverstöße häufiger abgemahnt, 5-6 Mal, dann musst du, wenn du kündigen möchtest, sagen, pass mal auf, jetzt, das ist die letzte Abmahnung, auch wenn du ich davor schon gesagt habe, es könnte eine Kündigung kommen, jetzt werde ich eine Kündigung aussprechen. Ja, ganz wichtig. Das ist ein riesiger Unterschied. Da gehe ich gerne auch ein andermal nochmal drauf ein. Auch auf die Frage, kann der Arbeitnehmer den Arbeitgeber abmahnen? Auch das ist möglich, da reden wir ein andermal drüber. Aber ich hoffe, dass euch dieser Hinweis so ein bisschen bei der Entscheidungsfindung hilft. Ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt, schaut einfach mal auf dem Kanal vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr den abonniert. Ich werde regelmäßig dort weiter Videos einstellen. Und ansonsten wünsche ich euch wenig Konflikte, gute Gespräche. Euer Sandro Wulff, Fachanwalt für Arbeitsrecht und der Experte, wenn es um Fragen des Arbeitsrechts geht.